Willkommen zurück zu Super Mario 64 und dessen grüne, oder Grünsterne, genau, so hieß das ja in Super Mario Galaxy 2. Ich glaube, das ist so eine kleine, nicht nur Anlehnung, sondern eigentlich die ganze Inspiration hinter den Grünsternen, ne? Die Frage ist, wo kommen die Grünsterne her? Warum sind sie grün? Haben sie einfach eine andere Wellenlänge als die gelben? Ich meine, das Licht, das sie, emitten, wie heißt das auf Deutsch? Emittieren, nee, nicht emittieren. Dass sie absondern. Ist das in einer anderen Wellenlänge? Ist das irgendwohin verschoben? Ich weiß nur nicht, in welche Richtung. So, climb the forest mushrooms. Ja, gut. Geht das wirklich? Also muss man wirklich klettern oder muss ich dazu die Wing Cap nutzen? Weil aktuell sieht das wirklich so aus, als müsste ich die Wing Cap hierfür nutzen. Ja. Und das war's auf jeden Fall. Ne, auf jeden Fall, ja, herzlich willkommen zurück. Damit haben wir schon wieder ein 130stel oder ein 120stel des Spiels geschafft. Oder irgendwas dazwischen, oder irgendwas höher. Upon her, was? Upon the not-so-waterfall. Das ist schade. Einst war es ein Wasserfall, jetzt ist es nicht mehr. Schade. Aber wir müssen im Grunde nur an dieselbe Stelle, so wie ich das jetzt gesehen habe. Offscreen. In der Tests... Zeit. So, weil die Sterne habe ich nicht geholt. Also das könnte jetzt auch nochmal interessant werden, falls das ein bisschen kniffliger ist, als ich mir das ja jetzt hier gerade vorstelle. So, wir nehmen das Ding mal mit. Also meine Idee war jetzt vielleicht sogar auf den Baum zu fliegen. Der Stern befindet sich da... Ach so, okay, das ist ein Schalter. Ja, dann ist ja alles klar. Wow, ich habe irgendwie an anderer Stelle mit solchen Kisten gerechnet. Na komm. So. 5 Münzen. Für alle, die noch Geld suchen. Für alle, die die Banken nicht vertrauen oder so. Das war's vom Wumms Forest. Hier, Wumms Wald. Wäldchen. Wumms Wäldchen, genau, so würde es im Deutschen heißen. Kurs 3, oder? Ich glaube, da können wir uns schon hinaufmachen. Ist direkt hier. Ja. So. Coligneous Cove. Dive down to the great depths. Ja. Machen wir das mal. Ja, es gibt hier ein... Also hier ist auch wieder so ein typischer Fall von wegen, wie schnell kann man eigentlich einen Powerstern erhalten? Ne? Ich zeige euch das gleich. Das ist vielleicht Kurs... Also vielleicht Stern 5 oder so. Würde ich so sagen. Da drüben ist auf jeden Fall der Stern, den wir jetzt suchen. Gab es denn hier noch Münzen? So ein Münzring oder so? Irgendwie sowas? Nee. Ach, da ist einer. Ja, gut. Eine Münzreihe. Nur halb so gut. So. Wir wissen, jeder mag Wasserlevel, aber dieses ist tatsächlich recht angenehm. Weil man hier unter anderem nicht unbedingt Backtracking betreiben muss. Gut, im Original musste man das auch nicht, aber... Es gibt hier auch keine Riesenaale. So. Wir müssen jetzt eigentlich zur versteckten Koralle, also hidden in the coral, also zum Stern, der in der Koralle versteckt ist. Aber mit genug Speed kommen wir hier hoch. Ja gut, ich zeig das mal, wie man es nicht machen soll, und zwar... Man kommt hier nur sehr schwer hoch. Mario rutscht immer wieder ab. Aber, falls wir mit genug Speed ankommen, und das habe ich beim ersten Mal, nein. Jetzt mache ich natürlich alles falsch. Das ist schön der Vorführeffekt. Okay, wir kommen nochmal an. So, Mario betritt die Szenerie. Ich habe hier die ganze Zeit solche Bildfehler. Genau, da kann man teilweise so hochlaufen, wenn man mit genug Speed ankommt. Wir können es ja mal von hier aus versuchen. Es ist möglich. Den meisten Speed bekommt man ja, wenn man hier ein bisschen mehr Anlauf nimmt. Oder so hätte man auch hier unten reinkommen können, okay. Jetzt habe ich aber keinen Bock. Was ist das denn für ein Shit jetzt hier? Holen wir uns den Stern nochmal, weil ich keinen Bock habe, hier den Weg laufen. Also den Weg hochschwimmen zu müssen. Was soll das? Hätte ich doch diesen Stern als erstes machen sollen. Also den hier eigentlich, indem ich den anderen versucht hätte. So.
Ah, schöner Vorführungseffekt. Ich meine, ausgerechnet in meinem ersten... Beim ersten Test habe ich mir gedacht, oh, was ist das denn hier? Und dann passiert sowas, ja. Genau sowas ist mir beim ersten Mal passiert und ich dachte mir, wie einfach ist der Stern, bitteschön. Dann steht hier Metal Mario in the Hidden Room. In the Hidden Room, ja, ist... Ich weiß nicht. So, wir gehen jetzt mal zu den Korallen. Zu der einen Koralle. Zu einer bestimmten. Und das ist auch so ein bisschen mit einem Labyrinth verbunden. Wir schwimmen nämlich hier in dieser Höhle. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, links oder rechts. Links ist auf jeden Fall ein, eine Sackgasse mit einer Koralle, die zwar grün ist. Und da würde man sich auch denken, gut, da müsste doch irgendwo so ein Powerstern sein. Aber das ist nicht so. Und außerdem ist der Stern nicht mal in einer grünen Koralle, sondern in so einer etwas gelblicheren. Gut, jetzt könnte man sich darüber streiten, ist die Koralle jetzt gelb oder hellgrün? So grasmäßig grün, so sommergrasmäßig, das von der Hitze getrocknet wird. At the top of the cave. Okay, ach, das ist direkt in dem Raum. Ja, also man merkt schon, das ist... Hätte ich das jetzt hier blind gemacht, hätte ich jetzt nicht unbedingt mehr Zeit für die Sterne gebraucht. Vor allem für den jetzt hier nicht. Also, komm. Er ist geschenkt. Ich frage mich, ob die Sterne später auch wirklich knüppelhart werden. Oder wie hart jetzt wirklich so die Schwierigkeit von dem Hack ist. Ach, jetzt die roten Münzen. Ne, wir gehen erstmal nochmal hier hin. So, hier ist nämlich so ein kleiner Durchgang, der zu einer anderen Küste führt, also zu so einem kleinen, ja, Gebiet, das sich unter einer Decke, hier nicht unter einer Decke, sondern an der Frischluft befindet, ja. Und jeder weiß, Frischluft ist die beste Luft, ne, vor allem nach dem VW-Abgasskandal, ne, und so weiter. Natürlich, nach den mehreren. Ich weiß ja nicht, die haben mittlerweile bestimmt auch schon 10 am Laufen. Können wir uns ja leisten. Kann sich VW leisten. Kann sich Deutschland leisten. Da kommen die besten Autos her aus Deutschland. Jeder mag Volkswagen. Hm? Da kommen die stinkigsten Autos her. Aus Deutschland. Und wenn es um Spiele geht, dann immer Simulatoren. Also, ich kenne wirklich so gut wie gar kein Spiel, das wirklich gut ist und aus Deutschland kommt. Immer schlechte Simulatoren, das ist Deutschland. Finde ich sehr traurig. Dann habe ich auch so eine Dokumentation darüber gesehen, so über... Wo bist du, Skeeter? Ja, um eine Münze zu erhalten, ne? Na komm, oder zwei, sind es zwei? Es ist vielleicht nur eine. Ach komm, ich muss mir nicht so viele Hoffnung machen. Wir gehen am besten erstmal in die Höhle mit den... Ja, wir gehen da erstmal hin. Ist hier was? Ein Coinring? Da. Okay. Nimmt man ja gerne mit. Halt nur die Übersicht behalten, ne? Ist das Original? Ist es das Originalschiff oder ist es ein Teil des Levelmodells? Ich würde sagen, das ist Teil des Levelmodells. Ah, und da ist doch eine rote Münze drauf. Oh nein! Unsichtbare Wände. Jeder mag unsichtbare Wände in einem Super Mario 64 Hack. Oder im Original. Da ist es halt richtig Betrug in einem Originalspiel. Und ja, das Wort Betrug ist nicht markenrechtlich geschützt. Davon gehe ich jedenfalls aus. Deswegen darf ich es hier verwenden. Und es muss nicht in Assoziation mit dem Content anderer Let's Player oder YouTuber stehen. Ja, okay. Vielen Dank. Jetzt müssen wir hier schnell rauskommen, weil so viel Luft haben wir hier nicht. Wie viele Coins fehlen uns noch? Ach, ist ja gar nicht mehr so viel. 37. Ah,
Aber die Frage ist, wo kriegen wir sie? Ich habe jetzt auch keinen Bock auf diese Skeeter drauf zu springen. Weil die... Was, also die Münzen fallen ja ins Wasser und das dauert so ewig, die da rauszufischen. Okay, ich muss mal in die Luft, ich muss mir mein Auge kratzen. Ja, das passiert so im Wasser, ne? Hier, das ganze Salzwasser juckt in den Augen, das ist ja unglaublich. Dann schmeißen die Chemie, die Leute von der Chemiefabrik auch noch hier Chlor rein, das ist ja unglaublich. Chlor ins Meer kippen. Soll ja alles schön sauber sein. Die Leute beschweren sich, dass Delfine ins Meer pissen und sie darin schwimmen. Ja, wir müssen auf jeden Fall Chlor ins Meer kippen. Das ist umweltfreundlich und so weiter. Sonst noch irgendwelche geheimen Sachen? Hier nicht, ne? Okay, dich nehme ich dann doch mit. Wenn du schon hier so bereit stehst... Interessante gestretchte Textur. Das ist übrigens eine kleine Abkürzung, deswegen nehme ich sie auch die ganze Zeit, aber das ist ja sehr offensichtlich. Nette Mucke. Aber ansonsten haben wir das Level fast durch, ne? Das ist so. Jetzt betreten wir noch den Bereich, wo wir noch gar nicht waren. Ist auch nicht sehr viel größer, ist noch so eine kleine Küstenregion hier, ne? Mit sehr wenig Tourismus, weil die Delfine hier ins Wasser pissen. Wie viel fehlt noch? Es ist eigentlich zu viel, ne? Ich hoffe, da ist ein Zehner drin. Ich hoffe, hier ist ein Zehner drin. Oh, hier ist kein Zehner drin. Oh. Ist da ein Zehner drin? Ne, das ist eine Metallkappe, okay. Ah, okay. Das reicht doch aus. Jetzt konnte ich schon fast nicht mehr unterscheiden, welches der rote Münzstern ist. Ja, das ist immer so nervig bei Kurs 3. Der dritte Kurs, der hat nie so einen Schattenstern. Weil der Originalstern, der rote Münzstern in der Jolly Roger Bay, also in der Piratenbucht-Panik, der erscheint halt auf dem Schiff und das Schiff bewegt sich. Das wäre sehr komisch. So, wo ist Kurs 4? Kurs 4 müsste hier drin sein. Das ist jetzt tatsächlich auch blind. Viele Sterne haben wir eigentlich. 22, ja. Mit Part 2 bei 22 Sternen, das kann man mal machen. So. Snowstorm Peaks. Secret in the Cave. Okay. Wobei, hier habe ich einen Stern geholt. Einen habe ich tatsächlich geholt, mehr aber nicht. So, ich bin irgendwie hier hochgesprungen, wollte den Berg auskundschaften und bin dann den Chakian in die Hände gefallen, der uns umbringt. Ah, wobei, wir können es noch retten, wenn uns der Drecksack jetzt hier nicht abwirft. Ja. Ah. Schade. Wofür ist eigentlich das Bild? Hätte ja so ein Secret Entrance sein können, so zu einem Geheimstern. Okay, gehen wir mal hier hoch. Och nö, jetzt schmeiß mir hier bitte keine 5000 Pinguine hin und lass mich raten, welches der richtige ist. Scheiß Taxi. Niemand mag Taxis. Ich bin hier hingegangen, ne? Ah, weg vom Chuck hier, einfach weg vom Chuck hier. Ja, genau, hier bin ich hochgesprungen. Und jetzt wird runtergerutscht. Hier sind auch mehrere Wege, ne? Also... Viele Wege führen nach Rom. Hier war ein Stern? Ah ne, ich habe hier Exit Level gemacht, ne? Oh, das ist nett. Da gibt's ein Recovery Heart und... Wir können uns immer wieder heilen. Das ist eigentlich eine nette Idee. Da ist noch eins. Ich lasse mich jetzt auch öfters treffen, einfach, damit ich nicht so das Problem habe. Ach, da ist das letzte, okay. Jetzt könnte es von der Kameraperspektive her ein wenig problematisch werden. Wir hätten sogar nochmal in die Lava springen können. Also in das Eiswasser natürlich.
durch das Herz, das uns nochmal Leben spendierte. Wenn man in so mehrere Herzen reinrennt, ne? Also wenn so mehrere Herzen hintereinander stehen, wie viele Leben kriegt man dann? Also da muss man ja richtig heftig geheilt werden, oder nicht? Okay, King of the Storm Mountain. Wir müssen da nach oben. Wohin führen die Röhren? Führen die zueinander, oder? Oh, nö. Wir können uns ja schon mal anschauen, wo die roten Münzen, die blauen Münzen erscheinen. Und zwar genau hier. Ach, wir können hier stehen, okay. Da ist sogar eine rote. Okay. Ja, schauen wir uns mal hier um, ne? Ich glaube, das wird gar nicht mal so schlecht sein. Eines der ersten Sachen, die ich halt immer ganz gerne mache, ist, zu gucken, wo wir hin können. Was ist denn hier los? Ich glaube, aus der Höhle kommen wir nicht raus. Das ist das Problem. Und hier waren wir gerade, oder? Nein, tatsächlich nicht. Ach komm, Schneemann, gib uns deine saftigen Münzen, ja? Weil du so herzhaft schmeckst. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Oder bin ich der Einzige, der so Probleme damit hat? Hier waren wir vorhin. Da kommt mal alle her. Fehlen ja nur noch knapp 50 Münzen. Ach, das ist das Pinguin-Baby, oder? Lass mich raten. Kommen wir jetzt zu einer anderen Stelle, wenn ich nochmal in die Röhre gehe. Also, dass sie quasi immer zu einer anderen Röhre führen. Nein. Einfach nein. Von dir lasse ich mich nicht noch einmal beeindrucken, Chakia. Oh, das sieht auch sehr einfach aus. Die springen so komisch, die Münzen. Das ist auch ein bisschen schnell. Snowman lost his head. Boah, wie komme ich denn da drauf, ohne dass ich jetzt von der Seite springen muss? Wenn man die Lösung schon weiß. Was ist das? Ach, das bist du. Du bist das. Du kommst auch mal her, du Spindrift. Du bleibst da, wo du bist. Du bist mir egal. Hätte ja jetzt nicht wissen können, dass der Winter anfängt. So viele Taxis, ey. Hallo, Kamera. Hier drinnen scheint nichts zu sein. Aha, ein Kamin. Lass mich raten, da ist auch ein Stern drin oder so. Ah ja, du Pinguin-Typ, lass mich mal erstmal in Ruhe. Wo kommt denn dann der rote Münzstern hin? Und es fehlt ja eigentlich noch recht viel. Okay, du hast auch nochmal drei tolle Münzen für mich. Nee, okay. Wo war denn die Röhre? Ist die eine? Hier ist noch eine Röhre. Die bringt bestimmt auch tolle Sachen. Ach komm, gib mir mal deine drei. Oder ist das die Röhre, um aus der Höhle rauszukommen? Nee, oder? Ach, jetzt komme ich aus der Höhle. Okay. Dann müssen wir uns trotzdem dem Spindrift widmen, oder? Aber ohne auf die Idee zu kommen, auf die Brücke zu steigen. Also da bin ich doch... Da wäre ich ja geisteskrank, wenn ich sowas machen würde. Ja. Ausgerechnet der Kerl fehlt. Komm her. Komm her. Schön, dass du kommst. Sogar mit Augen. Der sieht natürlich jetzt nicht so aus wie das Original. Man könnte den Heck halt auch sehr viel schöner machen, wenn man UV-Maps ausreichend nutzen würde. Also wenn es wirklich damals schon so UV-Maps... Ich weiß nicht. Ich finde, UV-Maps sehen einfach deutlich besser aus. Und das ist halt auch oft so. Es ist immer so. Nicht nur oft. So. King of the Mountain. Habe ich nicht irgendwo noch einen Stern gesehen? Wir könnten mal versuchen, Tuxi da runter zu holen. Oh, was ist das denn hier? Ich spring mal rein.
Eiswasser, Eiswasser. Oder nur Wasser? Zur Hölle, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin... Achso, das ist ein Labyrinth. Wo bin ich? Wo will ich hin? So. Underwater Trap. Voll die Falle. So, wie viele Sterne haben wir? 26, ja. Ich würde sagen, damit hören wir jetzt in dem Part auf. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss und bye bye.